Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine Bestecktasche super einfach und schnell nähen könnt. Viel Spaß beim Zusehen! Das Schnittmuster, was ihr für die Bestecktasche braucht, ist super einfach gehalten. Ihr braucht zwei Rechtecke mit den Maßen 12 cm x 24 cm und zwei Quadrate mit den Maßen 12 x 12 cm. Achtet beim Zuschneiden bitte auf euren Fadenlauf. Nimm dir als erstes die beiden Quadrate und leg sie rechts auf rechts. Nähe das einmal an einer Seite im Nähfüßchenabstand zusammen. Klappe es auseinander und klappe es nun links auf links schön übereinander. Arbeite die Naht fein aus und setze dann eine Naht im Abstand von etwa einem halben Zentimeter. Setze, wenn du magst, eine zweite Naht. Nimm dir als nächstes eins der Rechtecke und das Quadrat, was du gerade genäht hast, und leg es so aufeinander. Hier sind jetzt alle offenen Seiten und hier ist die verschlossene Seite. Nimm dir dann das zweite Rechteck und leg es rechts auf rechts drauf. Nun verschließt du einmal ringsrum und lässt dabei eine Wendeöffnung von etwa 5 cm. Auch hier verwendest du den Nähfüßchenabstand. Wenn du an der Ecke angekommen bist, hebst du das Nähfüßchen hoch, drehst deinen Stoff, senkst das Nähfüßchen wieder und nähst wie gewohnt bis zur nächsten Ecke weiter. Schneide nun deine Ecken bis knapp an die Naht ab. Das machst du auf allen vier Seiten. Jetzt kannst du den Stoff wenden. Arbeite dabei die Ecken schön aus. Leg deine Nahtzugaben nach innen rein und nähe nun einmal rundherum um die Bestecktasche eine Naht im Abstand von etwa einem halben oder einem Zentimeter. So sollte das fertig aussehen. Und schon ist die Bestecktasche fertig. Ich hoffe, mein Video hat dir gefallen und ich wünsche dir viel Spaß beim Nacharbeiten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!